Moin Leute, Tyrants hier. Wir reagieren auf das neueste Video von Mark Eggers. Der hat eine Umfrage gemacht. Nie wieder Sex oder nie wieder Fußball. Mit all den coolen Leuten, die da waren. Gehen wir rein. Und Mark Eggers wieder? Mark Eggers, der arbeitet richtig. Guck mal hier. Der sieht dann. Am besten an der Szene fand ich noch Noah, der spät kommt. Deutsche sieht dann. So eine, was denkt sich der Verteidiger? Alter, Noah, was machst du? Einfach so eine richtig spät getimte Grätsche. Alter, da kommt Noah noch mit der Grätsche. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit. Das Spiel der Meister. Delay Sports versus SSV Hardstack. Ich werde die Leute heute mal fragen, würdet ihr in eurem Leben auf... Das Wetter war so geil, dass die Sonne nochmal kam, direkt nach dem Gewitter. Fußball verzichten oder würdet ihr auf Sex verzichten? Ich bin gespannt. Geiles Wetter, 5.000, 6.000 Leute hier gerade in Hamburg, SSV Victoria Stadion. Carsten, wie immer hinter der Kamera, kein Sex oder kein Fußball, auf geht's. Alter, Carsten, gute Schnittbilder. Die Stimmung wieder so geil, es war so krass, wie die Leute im Stadion und alle Bock hatten, das war so geil. Nie wieder Fußball. Gucken, spielen, drüber reden oder nie wieder Sex? Alter. Guckt ihr überhaupt Fußball? Spielt ihr Fußball? Nie wieder Sex. Ich krieg eh nicht so viel. Ja, Bro, jetzt mit Ballermann, sei ehrlich. Wie kommen die Angebote rein als Ballermann-Star? Ich halte mich bedeckt, Marc. Ich halte mich bedeckt. Der kommt dahin, die BHs fliegen auf die Bühne. Selbst die Typen schmeißen Boxershorts, Digga. Also, alles klar, Zimmer 345, Digga. Nick, let's go, ich bin da. Nee, aber... Fußball, also ich habe eine Dauerkarte bei Bochum, ich bin da jedes Mal im Stadion, okay. Und darauf könnte ich nicht verzichten. Welche Frage könnte ich jetzt stellen? Bei dir, ja. Grundsätzlich irgendwas Sexuelles. Genau. Oder nie wieder Sex. Gab es schon irgendjemanden, der hier Fußball gesagt hat? Alle verzichten eigentlich auf Sex. Aber also dann mache ich das auch. Nix zocken, nix spielen, nix gucken oder nie wieder Sex? Nie wieder Sex? Also zählt Wichsen auch? Auch nicht mehr, nicht selber machen. Wait, was? Auch nicht Wichsen. Gar nichts. Aber auch nie wieder Gaming, ne? Also wirklich PC wegschmeißen, Gaming-Raum, Feierabend. Also sympathisch, dass du nachdenkst wenigstens, Digga. Da keult jemand gerne, ne? Er sagt einfach sofort nie wieder Sex. Und jetzt muss er überlegen. Wie oft so? Oft. Jeden Tag? Momentan habe ich ein Problem damit, ja. Alter, scheiße. Hugo guckt sich auch noch so komischen Scheiß immer an, ne? Nur so Anime-Pornos meint er ja, ne? Und dann hat er noch ein Problem damit. Ganz böse Kombination, ey, boah. Aber meinst du, ist schon bei dir also wirklich doll? Ja, weil eigentlich, also ich brauche viel länger als damals. Wie lange brauchst du? Halbe Stunde. Echt? Ja, aber gewollt, also ich zögere das immer. Er macht's super oft und braucht jedes Mal eine halbe Stunde. Der ist ja den halben Tag schon beschäftigt. Mal heraus? Nee, ich brauch einfach Pause. Warum erzählt er das denn? What the fuck? Das war eine Spaßfrage. Auf einmal ist er hier, ist Marc auf einmal sein Therapeut oder was? Glaube ich. Ich brauch Urlaub vom Wichsen. Nie wieder Alkohol? Ich brauch Urlaub, Satan. Oder nie wieder Fußball? Ja, nie wieder Alkohol. 100%. 100%. Also auch eine schwierige Entscheidung, aber trotzdem nie wieder Alkohol. Ja, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Nie wieder Fußball. Ernsthaft? Das Ding ist ja, ich gucke Fußball fast gar nicht. Du darfst SSV Hardstack auch nichts mehr drüber reden. Ich darf ja kommentieren noch. Nein, nichts mehr mit Fußball zu tun haben. Sobald wirklich. Nehmen. Wenn ein Ball kommt, müsst du weglaufen. So schlimm wär's. Würdest du mir Hardstack wegnehmen? Würde ich dir nehmen, ja. Ist Masturbieren noch erlaubt? Nein. Auch nicht? Nein. Wir sind bei beiden komplett ganz radikal. Ja, dann. Das ist asozial vom so großen Hardstack-Spiel, mich jetzt dazu zu zwingen, zu sagen, ich würde mein Leben lang auf Hardstack verzichten. Aber das wär's dann wohl, ne? Bei ihm kenne ich die Antwort. Komm mal direkt her. Deine Antwort kennt das ganze Stadion, Digga. Pass auf. Nie wieder Fußball im Leben. Fußball, bist du überhaupt Fußballfan? Nee, absolut nicht. Scheiße, was liebst du über alles, Digga? Was ist dein Leben? Oh, Autos. Okay, Bro. Dein Leben lang Fahrrad fahren? Ja. Oder nie wieder Sex? Oh, fahr ich Fahrrad, scheiß drauf. Er sagt, Autos sind sein Leben. Er sagt, scheiß auf Autos. Ich fick. Wie schnell geht das? Er sagt, Autos mein Leben. Ja, scheiß auf die Autos, ich fahr Fahrrad. Überall hin. Du musst doch die Frauen zum Date mit Fahrrad abholen. Ja, krieg ich schon irgendwie hin. Oder mit Taxi dann. Guck mal, zu 100% Fußball. Also nie wieder Fußball? Nein, nie wieder Sex. Auch nicht Selbstbefriedigung, ne? Ja, kein Pornoshow. Ich das Ganze und irgendwo wird es dann raus. Das wird irgendwann eh rausschießen, aber ich sag dir jetzt auch ein perfektes Beispiel. Ich hatte vor 2 Jahren im DFB-Pokal gegen Union Berlin, glaube ich, hatte ich einen Moment,
glaub mir, das war 10-mal krasser als Sex. Es hat sich wärmer angefühlt. Es war langanhältig. Ich will es nochmal spüren. Weißt du, wenn du ja fertig bist, dann bist du fertig. Nasser Sack. Okay, pass auf, jetzt kommt aber ein krasser Punkt. Auch keine Kinder mehr dann. Aber, weißt du, jetzt kommt ein krasses Argument. Ja, ja. Dafür kann ich ein Kind adoptieren und das ein Leben schenken. Ja, okay, Digga. Okay, okay. Er weiß, wie es geht, Digga. Er weiß, wie es geht, Digga. Gut, geil, ja? Alter. Nie wieder Sex. 100%. Fußball, der kam so fucking schnell gerade. Ja, 100%. Okay, pass auf. Auch nie wieder mit Frauen reden oder schreiben. Wenn ich, wenn das meine Mutter nicht mit ihm begreift oder meine Geschwister, dann ja. Okay, nee. Familie, sagen wir mal, außer wirklich nur so Frauen, die du gut findest, wer so dürfst mit Frauen nicht mehr reden dann. Ja, aber ich habe nicht wieder Sex, aber auch nicht mit meiner Mutter, darf ich auch nicht kontaktieren. Ganz komischer Zusammenhang. Aber es ging ja um Kontakt, Kein Sex mit dir, was bringt das noch? Sex. Das kam schnell. Ganz klar, und deutlich. Ja, aber das ist, wenn man Vater ist, dann hat man auch alles erledigt in dem Bereich. Absolut, und Fußball ist mein Sex. Da mich Gaming schon sehr... Stimmt, der Sportkommentator, what the fuck? Prägt, aber auch das Sexleben. Ja, ja, ja. Und man kennt die Story, Mallorca. Willst du kurz mal erzählen? Soll ich wirklich... Ganz kurz, ganz knackig. 3 Uhr nachts im Hotel, 5 Personen. Ich, du, Niki. Ach so, nee, die Story nicht, Digga. Ich dachte die Solo-Story, wo der Vater zugeguckt hat. Ach so, die Story. Boah. Nur so eine Legende. Die Frage ist schwerer, als man denkt, glaube ich. Aber weil du so Fußball interessiert bist, werde ich nicht so geil, du warst so geil einfach. Wechselsüchtig bin wie andere Menschen. Hast du mich dabei gerade angeguckt? Nee, nicht. Also einfach so einfach in die Runde gesagt. Okay, aber hier steht fast gar keiner um uns herum. Nee. Was wäre deine Antwort? Okay, na, ich würde schon sagen, nie mehr Fußball. Nie wieder Fußball oder Sex, da ich sowieso ein sportliches Wrack bin, nie wieder Fußball. Ja, und beim Gaming bist du aber noch am Hadern? Ja, weil... Ich muss zugeben, das prägt mich auch irgendwo. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Das absolute Highlight habe ich dann doch im Sexleben. Ich würde dann doch eher Gaming streichen. Holy shit. Ja, dann nie wieder Fußball. Ja. Ja, es bringt zu viel Spaß, ich weiß, Digga. Ja, aber also, es geht auch darum, dass ich dann noch Familie gründen will. Boah, das ist smart gedacht. Nie wieder Sex. Max Schradin, danke. Nie wieder in deinem gesamten Leben. Stimmt, ja, ist Fußball. Gaming oder nie wieder Sex? Schwierig, weil es mein Beruf ist. Mein Beruf ist auch Sex haben, Digga. Ich muss mich auch entscheiden. Da muss ich leider sagen, nie wieder Sex. Hey, ganz kurz nochmal. Sieht man, wie eng diese Hose ist? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wer damals die Hosen bestellt hat. Wir haben die neuen Trikots, mega geil, aber wir haben immer noch die alten Hosen und Stutzen. Da kommt bald Neues. Wir haben, das ist so frech, ne? Wir haben 3 XL-Hosen und die fallen klein aus. Wir haben für die ganze Mannschaft Hosen in M. Alle sind größer als ich. Noah, Mark Eggers, Jofi, also wir sind 10 Leute über 1,90 und wir tragen alle M-Hosen. Die geht so tief in die Arschritze rein beim Laufen. Man sieht jeden Schwanz einfach. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, Leute mit über 100 Kilo so ganz enge, kurze M-Fußballhosen anzuziehen. Guckt euch das mal an. Das sieht doch bei niemand anderem so aus wie bei mir, oder? Das ist eine L. Das war die L. Das war die fucking L. Auch nicht selber machen. Nicht selber machen! Nie wieder Fußball. Muss. Ja? Ja, also ich selber bin da dran. Okay, nie wieder Gaming, Zocken, YouTube, Twitch oder nie wieder Sex? Auch nicht streamen und so? Nein, auch nicht. Auch nicht bei anderen zugucken. Es wird immer härter, ne? Am Ende... Ich kann mir runterholen, komm, mach so. Nein, auch nicht, nein. Ja, ich glaube, man hält es nicht aus. Nie wieder... Hier, Gaming. Nie wieder Gaming? Er wirft sein ganzes Leben in seinen Beruf und alles. Sprich, also kein Twitch, kein Social Media oder nie wieder Sex? Nie wieder Sex. Ja, Bro, ich würde meinen Job nicht aufgeben. Ich liebe Sex, Digga, aber ich würde nicht aufgeben. Ja, dann muss ich auf Fußball verzichten. Ja? Dann zocke ich halt. Nie wieder zocken oder nie wieder Sex? Muss den nächsten fragen. Freunde, das war das Spiel. Gut ausgewählt. Dile Sports gegen SSV Hardstyle. Hinter mir das Feuerwerk. Unfassbar geiler Tag gewesen. Ich durfte tatsächlich auch noch mal ein bisschen mitspielen. Danke dafür auch an Trimax. Ich wünsche mir, dass du noch mal reinkommst. Ich hab's mir so gewünscht. Ich weiß, ich bin nicht der Beste am Ball, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Deshalb vielen lieben Dank, dass ich noch dabei sein durfte. Danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Und wie gesagt, checkt unbedingt AirUpUp, ist verlinkt unten in der Infobox. Danke auch da für die Kooperation. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke an Carsten hinter der Kamera. Gucken wir uns noch ein bisschen das Feuerwerk an. Und wir sehen uns beim nächsten Event. Ciao.
geil. Geil, sehr, sehr nice. Ey, ich bin danach noch geblieben, bis die Security stinksauer war und hab die ganze Zeit noch Fotos da gemacht. Im Hintergrund waren noch richtig viele Leute da. Ich glaube, die Security hat die richtigen Hals auf mich. Ich hab einfach 40 Minuten, nachdem alle hätten rausgeschmissen würden, habe ich immer noch Fotos gemacht durch den Zaun mit den Leuten.